Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder auf der Borcher See unterwegs und wir sind bereits in Folge 81 und wo sind wir denn? Oh, ich glaube, wir haben ihn hier gerade ganz derbe aufgehalten. Das ist überhaupt nicht gut. Den wollen wir natürlich dann gleich wieder hier in die richtige Position bringen. So. Gucken, ob das so klappt. Ja, das sieht gut aus. Damit ist er schon mal wieder am Arbeiten. Das hat er schon mal was. So, was hatten wir denn noch Schönes? Ja, ihn hatten wir schon für Hackschnitzel da stehen. Die Felder sind ja noch nicht so weit. Nee, sind sie nicht. So. Der steht hier noch an der Kante. Das haben wir schon gemacht. So, genau. Und hiermit hatten wir noch den Strompart noch gemacht. Und wir haben aber auch noch Strom da sozusagen. Also wir haben noch bei den German Pellets auf jeden Fall was liegen. Da sollten wir auch noch sehen, dass wir nach und nach den Kram jetzt hier wegkriegen. Wir fahren ihn erstmal wieder zurück. Also wir sind jetzt ziemlich viel am Strom fahren gewesen. Aber wie gesagt, wir haben auch die ganze Zeit lang nichts aufgefüllt gehabt. Da mussten wir jetzt die letzten Tage ein bisschen mehr machen. Wir hatten ja auch gut produziert, kann man nicht anders sagen, ne? Das ging ja schon in rauen Mengen durch sozusagen. So. Zweite Sache, die ich glaube ich auch noch gesagt hatte, ist, dass wir den zweiten Palettenwagen, den wir hier noch stehen haben, hier vorne an der Straße. Da, ne, hier links steht. Mit dem werden wir auf jeden Fall Richtung Sägewerk fahren. Weil wir gucken müssen, was unsere Bretterpalettenproduktion macht. Weil da hatten wir auch schon in beiden Sägewerken ja schon wieder Holz angeliefert. So, ja, hier halten wir uns natürlich wieder an unsere Geschwindigkeitsbegrenzung, ne? So ist das halt. Wollen wir hier mal ein bisschen durchdrücken. So, an dem Blitzer sind wir längst vorbei. Also nehmen wir mal ein bisschen Geschwindigkeit auf hier. Mal sehen, ob es für die schnelle Abzeugung reicht. Ah. Wäre nicht mal aufgefallen, wenn ich nicht ein ganz kleines Stück zu dicht rangefahren wäre. Dann wären wir auch noch rumgekommen, ohne uns eine Lackblessur abzuholen. Aber naja, so ist das halt, ne? So ist das halt. So, wenn man los hier. Da sind wir wieder. Ach ja, wir wollten auch noch gucken wegen Gülle. Wir müssen auch noch Gras mähen. Ja, wir müssen echt noch eine ganze Menge machen. Wie zum Beispiel zu doof zum LKW fahren sein, weil ich bin jetzt gerade stumpf an unserer German Pellets vorbeigebügelt. Was natürlich dann überhaupt nicht sinnvoll ist, würde ich sagen, aber ich hab's halt getan. Hier wollte ich ja nicht rein und bin so dann vorbeigeschmettert. Sachen gibt's. So, schön die Runde rum. Hab das X schon gedrückt. Ah, einen hat er gemischt aufgenommen, wie ihr da seht. So, gut, ja, ich lasse jetzt ihn hier kurz stehen. Wir schalten mal eine Runde durch. Gucken mal bei den Tieren. Da sehen wir natürlich jetzt gerade nicht die Produktionsgeschichte, aber wir sehen aber Misthaufen, Milchtank, okay. Und Gülle ist nicht viel. Also brauchen wir deswegen nicht extra hinfahren. Wenn wir uns das erste Mal jetzt wieder hinbemühen, würde ich sagen, wenn wir
wenn wir dementsprechend den Milchtank voll haben. Warum es bei den Schafen keine Produktion an ist, weiß ich nicht. Ich habe also letztes Mal eigentlich nicht, also ich habe mich dran gehalten, habe Autoload nicht direkt bei den Schafen gemacht, sondern es runtergeschoben. Zeigt doch irgendwie 0%, obwohl es ist. Wahrscheinlich ist es nur noch nicht aktualisiert. Ja, ist okay, lassen wir so. Quatsch. So, wo wollten wir jetzt hin? Er arbeitet. Das ist super. So muss es ja auch sein. Hier ist alles nichts los. Den müssen wir dann losschicken, wenn die nächste Ernte soweit ist. Der kann braucht auch noch nirgends hin. Er braucht noch nirgends hin. So, da haben wir den zweiten. Den bringen wir einmal rechts Richtung Sägewerk. Gucken, ob wir schon Bretterpaletten aufnehmen können. Ich werde mal hier gleich gucken. Aktuell Bretterpalette. Ja, er hat auch Bretterpalette drauf stehen. Also, er weiß, dass er Bretterpaletten laden muss, sozusagen. Weil dann stellt er die ja auseinander, aber macht dafür zwei Stockwerke, weil die ja länger sind. Ja? Deswegen geht es aber dann zwei hoch. Das ist ja alles okay. Ah, okay, da kommen wir. Wow, okay. Und dann werden wir mal anfangen, ein bisschen Gras zu machen, glaube ich. Am besten ich das Feld bei der BGA-Klasse-Schiff machen. Und wenn wir das fertig haben, müssen wir es natürlich am besten dann gleich wieder düngen fürs nächste Mal, ne? Simpel ist es ja. So, auf zum Sägewerk, mal gucken, wie es da aussieht. Bin wieder waghalsig und noch die Extremo abbiege. Ja, wir werden mal gucken, was da jetzt ist und ob wir davon irgendwas durch die Gegend fahren können, von den Bretterpaletten, die da sind. Weil unsere allgemeinen Palettenproduktion steht, glaube ich, gerade. Tessa hatten wir noch was geholt. Und dann müssen wir mal gucken, wie es bei den Blumen aussieht, bei der Borcher Welk. Wir haben auch noch draußen welche stehen hier bei der Verkaufsstelle. Da haben wir unseren kleinen Staplerpart ja gemacht, also den Volvo zum Stapler umgebaut. Der hat ja auch schon da Blümchen verkauft, das hat ja auch schon funktioniert. Und mal gucken, wie jetzt die Preise sind und wie die anderen Sachen aussehen. Vielleicht müssen wir auch mal eine gemischte Palette Blumen wegfahren und einfach stumpf verkaufen. Den sogenannten Preis-Egal-Part. So, fahr ich mal hier um die Ecken. Bleib hier mal kurz stehen. Einfach nur um zu gucken, was jetzt hier anliegt. So, hier liegen an 1,5 Paletten. Das ist nicht so berauschend viel. So, die Produktion hier. Wie gesagt, die ist auch noch munter am Laufen. Also, das ist nicht das Problem. Flüssiggas ist drin, Arbeit ist noch drin und Holz ist auch drin. Ne? Aber sieht halt nicht nach viel aus, wenn ich ehrlich bin. Wie sieht das hier aus? Hier dürfen noch mehr Materialien drin sein. Ja, sind es auch. Aber auch hier sind es nur ein Viertel Paletten. Das ist nicht so berauschend viel, muss ich sagen. Dann springe ich jetzt mal zum Gartencenter rüber hier. Guck mal, wie es bei den Blumen aussieht. Oh, die hinteren hier. Frische Blumen. Schnittblumen, blau ist voll, okay. Ne, obwohl, ne, er müsste eigentlich noch eine Palette machen jetzt, aber trotzdem ist es ja voll so gesehen. Einfach rot und Premium. So, wir gucken einfach mal. So, da sind die Blümchen, ja. Der Preis ist momentan für alles. Ich weiß jetzt nicht mal, was jetzt was ist. Das ist das Problem, ne? Ich wüsste nicht mal, was was ist.
Aber bis auf die gelben, also blau ist mir klar. Rot ist mir auch klar. Das hier sind die besseren wohl. Dann muss das hier die einfachen sein. Das sind also die Kübel. Das müssen dann die einfachen sein. Sind hier allerdings rot. Also hier den Dingern drin sind zu rot. Aber da steht rot drauf. Also das ist schon komisch irgendwie. Schnittblumen blau. Der Preis ist normal. Ja, die könnte man natürlich jetzt hier. Denn 1, 2, 3, 4. Ja, wir müssen dann echt eine Runde den Kram da durch die Gegend stapeln, ne? Wir sind Weltmeister. Natürlich wäre dann vorbeigehüpft gewesen. So, hier steht er jetzt zwar, aber bevor die Blumenproduktion da nicht weitergeht, sollten wir mal gucken, glaube ich. Weil Mats für die Produktion müssten ja noch eigentlich drinne sein. So. Weil das waren jetzt ja zusammen nicht mal drei Bretterpaletten. Also das war auch noch nicht so wirklich viel. Und wir haben dort drüben allein von der einen Blumensorte schon alleine fünf Paletten über. Da muss man echt mal gucken, was man dann macht, ne? War es mal vertickt. Bin noch schön sauber vorlang gezischt. Da müssen wir echt mal gucken, dass wir den Spaß verkaufen, würde ich sagen. Wir haben auch noch Paletten stehen, ne? Also wir müssen also auch noch tatsächlich Paletten verkaufen, die wir noch beim Händler stehen haben. Das sah vor allem auch nicht aus, als wenn es riesige Mengen wäre, die wir mitmachen würden. Ne? Das zweite, was mich dann ziemlich erschrocken hat. So, da steht der andere Kipper. Der ist dafür da, dass er dann dahin fährt, wo der Drescher hinfährt. Ups, hier rein. So. Grüner LKW im Gartencenter. Das passt irgendwie auch, oder? Da sind die Obstbaumgeschichten. So, dann muss ich jetzt hier aber als erstes beigehen. So, und einfache Paletten draus machen. Und X wäre der Arbeitsmodus. Ich bin nicht ganz so wild, weil ich muss die letzten hier wohl zuerst wegfahren, so wie es aussieht. X ist der Arbeitsmodus. So. So, jetzt ist der Arbeitsmodus automatisch wieder aus. Und wir haben einen ganzen Haufen Blümchen an Bord. Also die Produktion sollten jetzt eigentlich erstmal alle wieder gemütlich laufen. Und wir müssen natürlich sehen, dass wir die Jungs jetzt hier irgendwie verkauft kriegen. Genau wie die anderen Paletten, die wir haben. Die ja schon stehen. Wir können halt nicht nur da sammeln, sondern wir müssen ja tatsächlich auch mal sehen, dass sie wegkommen, ne? So sieht es ja nun mal aus. So. Oh, nicht so schlinkern hier, ey. Geht aber das noch? Ja, schade, dass man das nur mit Stapler verkaufen kann. Das ist natürlich
Klar, im Multiplayer, wo die Karte wahrscheinlich eher hin tendieren will, wäre es natürlich gar kein Problem. Ne? Ist halt einer schon die ganze Zeit jetzt am Stapler fahren. Wir sind hier aber nun mal nicht im Multiplayer und deswegen natürlich schon eine etwas zeitintensivere Variante, den Blumenspaß hier so zu verkaufen. Aber es scheint ja keine andere Methode zu geben, so wie es aussieht. Okay, wenn er mir plötzlich so davor fährt, dann biege ich hardcore-mäßig ab, da kann ich hier nichts. Er wird stumpf um die Ecke gezogen. So, da sind wir schon wieder an, haben unseren Tempomat angeschmissen. Da müssen wir mal sehen, dass wir rüberkommen. Hier stehen die ganzen Blitzkisten, ne? Links, rechts, seht ihr sie gerade. Und jetzt mal los. Ja, wir haben jetzt immer 5 Paletten von der einen und 3 Paletten von der anderen Sorte. Ich glaube auch die Blumen hat er letztes Mal nicht gewogen. Ja, falls ihr unsere Exkursion die letzten Male nicht so mitgekriegt habt, wo der ganze Spaß denn hingeht, dass ist noch an dem Kraftwerk vorbei, noch über die Brücke auf die andere kleine Insel. Also da ist der Verkauf für den Spaß. Und da ist ein richtiges Verkaufssystem, wo halt Abgabepunkte für mehrere Sachen sind. Und da ist ein richtiges Palettenfördersystem, das halt bis zu 3 Paletten, glaube ich, aufnimmt. Und dann fährt erstmal so ein Wägelchen weg, kommt wieder zurück und dann ist der Spaß verkauft im Normalfall. So, aber hier wäre der Strompart. Hier heizen wir jetzt schön dran vorbei. Nehmen den Schwung mit, um hier auf die Brücke raufzukommen. So. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir gleich nicht zu schnell sind und nicht aus Versehen geradeaus fahren. Weil, ne, hier geradeaus geht es nur zu so einem kleinen Parkplatz hin, glaube ich, weil wir müssen hier rein. So, dann müssen wir auch nicht links ab. Da geht es nämlich zu der Tiergeschichte hin. Dann müssen wir hier runter und es ist hier rechts. Ist die Abgabegeschichte. So. Hier seht ihr den ganzen Kram. Und da seht ihr auch schon Blumen stehen. Ja? So, ich mache ihn jetzt mal aus. Wir gucken mal. Also wir haben jetzt hier die Pötte stehen. Wir haben hier die Zerbrechlichkisten stehen. Und das sind die anderen Sorten mit den kleinen Blümchen drauf. Das scheint also sozusagen der gemischte Part zu sein. Das hier weiß ich alles nicht. Und wir haben unseren kleinen hier. So. Und da seht ihr ein System. Ja, wo ist das System? Plattform zurück. So. Da seht ihr nämlich das System. Muss hier wohl die Dinger selber raufstellen. Also so sah es wenigstens aus. Also hier vorne hat er nichts angenommen gehabt. Ich habe ja sogar mal versucht, das mit dem LKW da reinzufahren. Ja, ihr seht selber, wir haben hier noch mehr als genug Paletten stehen. Von Blumengemischtheiten. Ich habe das ja extra erstmal nicht ganz drauf geschoben. Ich habe da hinten eben ein bisschen rumrandaliert, wie ihr seht, aber ich habe das jetzt mal nicht ganz drauf geschoben, weil es ist schon ein Stückchen hin, wo ich es abstellen muss. Ich muss eh mal gucken, ob ich das jetzt überhaupt geregelt kriege, vernünftig. Okay.
Da hat schon irgendwie gehakt. Ah, ich war am Gestell rangekommen, so wie es aussieht. So. Das war jetzt schon mal eine Palette. Wir machen einfach mal so ein paar hier weg. Die Hilfe kann ich jetzt natürlich gerade ausmachen. Die brauche ich gleich nur, wenn wir den Part wegfahren. So. Dann ist relativ, ups. So ein Stückchen zu tief. So. Da haben wir wieder eine. Und schon eiern wir mal wieder eine Runde in die Halle. So. Setzen das Ganze ab. Okay, und es hängt ein bisschen schief, macht aber nichts. Jetzt sagen wir, wir holen uns einfach eine dritte Palette. So. Soll ich natürlich jetzt möglichst nicht durchbohren, sondern wir wollen sie ja. So geht's. Okay. Kriegst du so überhaupt mit? Scheinbar. Sehr gut. So. Entschuldigung für mein Geräusper. So. Wollen wir ein bisschen ordentlicher hier hinfahren. So. So, jetzt mache ich die Hilfe wieder an und steige mit ihm mal kurz aus. Jetzt müsste ich gar nicht den Spaß hier drücken können und dann, seht ihr, ne, fährt der Spaß dahin. Das wird das eh einfach mitgerissen. Und da hinten beginnt jetzt der Verkauf. Ne, ihr seht, dass es sich von den Paletten langsam schön runterzählt da. Und sich auflöst. Hier oben kommt auch Geld rein. Das sind drei Paletten gemischte. Und ich glaube, es ist so viel riesig nicht an Kohle, was da aber reinkommt. Ihr seht selber, wie die Kohle da oben läuft. Aber das ist also Blumen bringen. Ich nicht so viel. 13.000. Naja, für drei Paletten. Wir bei 9 Stück, es gehen nur 8 auf dem LKW rauf, nicht mal 40.000. Naja, okay. So. Ja, ich würde sagen, wir teilen uns das Ganze mal ein bisschen auf. Das sieht schon fast gut aus, glaube ich. Nur die Richtung ein bisschen justieren hier. So. Ah, shit. Ich habe eine Palette umgeschmissen. Das ist natürlich nicht so schön. Ich fahre jetzt nochmal rein. Ich hoffe, dass jetzt der. Ich muss gleich natürlich einmal noch den Wagen zurückholen hier. So, öffnen wir mal raus. Einmal zurückholen. Danke. Können wir hier schon wieder reinfahren. So. Da kommt unser Schlitten angefahren. So. So. Und raus damit. Ja. Ich würde sagen, wir machen die anderen beiden auch noch an der Wand und dann laden wir die anderen Blumen mal ab da. Und dann gucken wir mal weiter. Ich muss natürlich gleich erstmal gucken, dass ich hier die wieder aufgerichtet kriege. Mal gucken, ob die alte gute Gewicht. Flip-Variante funktioniert. Ne? Ah! Zu viel Gewicht Flip gemacht. Nein, jetzt auch noch falsch gedreht. Gucken, kriege ich ihn irgendwie an der Wand vergnießt, knattelt, hoch weggedreht.
So. Okay. Sollte nicht so. Sollte zaghafter damit umgehen. Inken hat die Arbeit beendet. Okay. Schon nicht weit genug hingefahren. Falsch. So, ne? Nein, du solltest nicht drehen. Du solltest das schon richtig machen hier, Witzbold. Aha. Okay. Das sieht natürlich jetzt aus, als hätte ich das genauso gewollt. Und das ist natürlich nicht der Fall. Ich werde sie jetzt hier noch ein kleines bisschen, ich hoffe, vorsichtig genug drehen. So. Dass ich da jetzt vernünftig ranfahren kann. Da fällt mir gerade ein, ich kann ja nicht vernünftig fahren, deswegen kann das gar nichts werden. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Ich glaube, ich muss. So. So. Zur Not an der Wand drücken. Ich glaube, das bei den Dingern hier immer. Ja, 2200 blaue Blumen sind hier drin, die jetzt verkauft. Weil der blaue Blumenpreis, der war noch. Okay, mit 1800 ist es auch nicht die teuerste. Also die blauen sind diese jetzt hier. Okay. Sehen wir natürlich immer erst, wenn wir einzeln verladen. Dann sehen wir auch, was was ist. So. Hier wieder runter. Bisschen hoch. So, bisschen richtig hinschieben. So sieht das ordentlich aus. Jetzt machen wir noch die angebrochene Palette. So, hier ist eigentlich noch eine halbe und dann laden wir die anderen mal ab und gucken mal, was wir so geregelt kriegen. So. Tiefer. Ja, ich glaube, so ist okay. Bin nicht so der Staplerfahrer, muss ich zugestehen. So, die halbe Palette hier weg. Ja, also die haben wir jetzt verkauft zum normalen weißen Preis. Mit 1800 waren es aber eindeutig die günstigsten Blumen. Gucken, was wir dann halt gleich vielleicht ein bisschen mehr rauskriegen. Das hätte ja schon mal was. Das ist jetzt noch der Rest von 872 von der einen angebrochenen Palette, die wir da hatten halt. Hallo? So geht's besser. So, auch natürlich jetzt hier wieder hin. Knöpfchen drücken. Ja, der Wagen reißt das alles mit. Wie gut und schlecht das da auch drauf steht, ist nämlich egal, das wird da eingenordet. Und da wird der Spaß vertickt sozusagen. So, jetzt fahren wir mit ihm hier mal schön im Bogen hier hin. Und machen hier im Prinzip genau das gleiche mit. Wie mit den anderen Paletten. Da steht der Spaß. So. So, Gurte ab und abladen. So, damit ist der LKW hier sozusagen erlöst, hat eine Blümchenladung gemacht. Und wir werden jetzt mal gucken. Stopp, ausmachen. Wir werden mal eine Runde gucken. Und den Wagen mal zurück. Und können uns jetzt mal gucken und versuchen zu merken, was diese komischen Blumenvasendinger sind. Falsch. So. Bei diese Blumenvasendinger kommen wir jetzt hier ran. So. Sieht gut aus. Nicht zu sehr schieben. Das ist das, was wir jetzt grün haben vom Preis. Der grüne Preis sind 2400. Das ist auch okay. Der Preis ist auch okay. Also rote Blumen sind grün.
Also ist von der Beschriftung, Beschreibung super toll, muss ich sagen. Ich hab haufenweise Eimer mit roten Blumen und sie heißen grüne Blumen. Aha. Hat schon was. Also die farbenblinden Edition halt. So. Sind wir auf dem Platz? Also das gelingt uns ja schon fast gut. So, okay. Davon haben wir 3 Stück. Der Preis davon ist okay. Der Preis ist sogar noch steigend gerade sogar. Dann nehmen wir jetzt mal so eine andere Palette. Mal gucken, was uns hier anzeigt. Erstmal wieder ein bisschen anpassen. Ne? So. Weit genug drunter. Mitnehmen. Das ist also jetzt der blaue Preis. Hä, aber es ist gerade eben auch der blaue Preis. Oder war es vorhin der rote Preis? Ich weiß es nicht. Das ist kurios. Das ist jetzt blau. Aha, 2700 Liter. Hier ist auch mehr drauf. So wie es aussieht. Ich habe natürlich jetzt gar nicht darauf geachtet, was bei den grünen drauf war. Also hier sind jetzt 2700 Liter drauf. Warum nicht, ne? Ja, das hat doch mal perfekt geklappt sogar. Dafür fahre ich jetzt gegen Pfeiler. Nö, selbst das geht. Also nehme ich doch jetzt tatsächlich noch mal so ein... so ein Ding hier. Bisschen tiefer, dann geht es uns schon super. So. Das ist grün. 2500 Liter. Aha, okay, also die variieren auch noch. Die variieren dann auch noch nicht nur im Preis, sondern auch auf eine Menge pro Palette. Das ist natürlich eine ganz kuriose Geschichte. Da muss er schon einen Mathe-Leistungskurs gemacht haben, wenn man hier Blumen verkaufen muss anscheinend. So. Upsi. War schon ein bisschen weit gefahren. Upsi, das war nicht weit genug. So, kleines bisschen hoch. Kleines bisschen ranschieben. Kleines bisschen weg. Mal sehen, was unsere gemischte Palette jetzt hier so einbringt. Da seht ihr, fahren sie gemütlich hin. Die bleiben am Schluss eh hier stehen, weil die haben... Zum Glück hat der hintere Absperrung sozusagen eine Kollisionsabfrage. Und da tickert jetzt was durch. Klar, insgesamt bringen uns natürlich jetzt alles Geld ein, ne? Aber so soll es ja auch sein. Wir können mal gucken, wenn wir jetzt einen Teil verkauft haben, wird der Preis wahrscheinlich abschmieren. Gelbe sind die einzigen, die wir bis jetzt nicht dabei hatten. Und gelbe scheinen die hochwertigen Blümchen zu sein. Das ist ja soweit okay. Also wir haben jetzt noch blau und grün und das alles Töfte. 12.000 hat die gemischt eingebracht, okay. Ich bin schon über das Palettenwerkschild gefahren. Muss man nicht unbedingt, muss ich sagen, aber wenn ich halt, muss das halt, ne? Also Blümchen bringen für die Zutaten und für die Mengen, die man so da einsetzen muss, nicht viel ein, finde ich. Es sei denn, andere Sachen bringen noch weniger ein, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Also ich hoffe dann jetzt eindeutig auf die Whisky-Produktion, dass wir mit Hilfe der Whisky-Produktion noch ein bisschen was geregelt kriegen. Das hätte was. Aber so bringt natürlich jetzt ein Schiffsverkaufspart auf jeden Fall mehr. So, der Wagen steht da schon wieder. Wollen wir mal hier noch mal ein, zwei Paletten eben draufdrücken, ne? So. Okay, das ist natürlich nur so suboptimal da hingekommen. So, ein bisschen richtig hingeschoben, dann passt das wieder. So, ja, er kann das aber einigermaßen, das ist schon mal ganz okay. So.
bisschen passgenau fahren. Und dann geht es auch zügiger hier, ne? Die eine natürlich wieder umgeschmissen, klar. Ja, das ist auch zu einfach gewesen, ne? So. Ich würde sagen, stell die jetzt mal hier ab. Gar nicht mal so genau. Ich muss die andere jetzt ja eh aufrichten. Dann fahre ich die beiden Paletten schon mal in den Verkauf sozusagen. Dann kann das hier schon mal ein bisschen Kohle einbringen. Und jetzt versuche ich mal die eine Palette hier vorsichtig. Ups, falsche Richtung. Vorsichtig wieder zu tippen. Gucken, ob ich das hinkriege. Ja. Haben wir hingekriegt, das ist doch schön. So. Einnahmenernte ist auch immer schön. So, habe ich da hinten mal nichts dran rumgewurschtelt. Ja, die Folge wird jetzt wahrscheinlich ausnahmsweise mal wieder ein bisschen mehr Länge haben, so wie es aussieht. Aber ich werde das Ganze jetzt hier, den Blumenverkauf noch zu Ende bringen. Das werde ich jetzt auf jeden Fall tun, damit wir den Spaß immer geregelt kriegen. Ich weiß nicht, wofür die Abladefläche hier ist. Ne, wenn ich jetzt hier was hinstelle, passiert da nichts mit. Deswegen stelle ich da gar nicht erst was hin. Ne? Das bringt auch nichts, wenn ich das mit dem LKW da ablief oder sowas, weil ich habe das Fiasko erlebt. Was ich dann nachher wieder korrigieren konnte, weil das war ja unsere Blumen, meine zweite Chance-Variante. Das ist einfach nur daran lag, dass der Spielstand abgeschmiert war. Der Spielstand nicht, also das Spiel abgeschmiert war, so muss man eher sagen. Und nicht kippeln hinten. Ich werde nicht jedes Mal alles aufrichten müssen. Ja, wie gesagt, das bringt jetzt kein Vermögen ein hier. Aber wir haben sie ja nun mal und wir werden es auch durchproduzieren. Ich glaube nicht, dass ich das groß... Ich werde es so auffüllen, sagen wir mal so, unsere Blumengeschichte so auffüllen, dass... Hallo? Ich werde die Blumengeschichte mal so auffüllen, dass die Bestände weggehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Wollpellets-Geschichte und sowas da umsonst gemacht haben möchte, natürlich nicht. Sondern wir werden einfach auf die Nachbarproduktion, auf das Obst umsteigen. Gucken, ob wir Obst so verkaufen können, ob das hier auch palettenmäßig rausgeht. Oder ob wir das noch für irgendeine Produktion gebrauchen können. Das ist halt so die Sachen, die man halt dann noch testen kann, ne? So, ja, die eine Palette werden wir hier noch an den Mann-Frau-Laden bringen, wie auch immer wir wollen. Und dann ist Feierabend. Haben wir noch ein bisschen Geld gemacht. War natürlich ein bisschen viel Blumen, weil wir hatten ja noch eine Ladung da stehen. Aber jetzt ist frei, jetzt können wir nächstes Mal auch einfach was hinstellen und brauchen es nicht gleich verkaufen, wenn der Preis nichts ist. Eine Blumenhalle sozusagen zum Abstellen. Die wäre vielleicht noch ganz pfiffig. So. Gut, ja. Hier lasse ich den kleinen stehen. Den machen wir nämlich schon mal aus. Den Spaß schmeißen wir nochmal an. Warum ist das irgendwie nicht losgefahren? Jetzt los. Ja, und da sehen wir den Spaß, wie er verkauft wird, ne? So simpel ist es. Kann man von hier mehr sehen? Wahrscheinlich nicht. Klar, es wird einfach nur verschwinden, ne? Logisch. Das System hier tut so, als wenn es hier was einlagern will. Hier könnte man wahrscheinlich die Paletten alle, die ganzen, gehen die überhaupt auf hier? Hier könnte ich jetzt wahrscheinlich die ganzen Blumen immer in der gleichen Farbe alles dahin machen und wir könnten das von hier verladen.
Na, also ein bisschen Platz ist da schon theoretisch gesehen, aber das Ding hier ist ja echt schon niedrig, sag ich mal so, ne? So, der Spaß ist verkauft, ja. Dann holen wir den Wagen nochmal zurück und dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über einen Share. Klar, Like, logisch, ne? Und natürlich auch ein Abo wäre super. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei all denen, die mich schon mal freundlich unterstützen. Und dann bis zum nächsten Mal.